1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine Freitemennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und sehr gespannt auf eure Mails. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Brigitte und Brigitte ist 69 Jahre. Hallo Brigitte. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Darf ich nicht den Fernseher anmachen? Ich kann dich so schlecht verstehen. Den Fernseher solltest du nicht anmachen, sondern wir müssen das übers Telefon machen. Ja, gut. Ja, sonst haben wir eine Rückkopplung und dann funktioniert es gar nicht. Ja. Ja. Brigitte. Ist das jetzt ein kostenloses Gespräch oder? Ja, das ist für dich ein kostenloses Gespräch, genau. Ja, weil die 180er-Nummern sind nämlich immer so teuer. Ja, also wir haben dich ja zurückgerufen, insofern kostet dich das ja überhaupt gar nichts. Ja gut. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass mein Sohn, ich habe zwei Kinder, ja. Meine Tochter ist verstorben, die ist 96 ist die ermordet worden. Und einen Tag vor der Beerdigung hat mein Sohn noch mit mir gesprochen und hat gesagt, wir sehen uns morgen auf der Beerdigung. Mhm. Er ist aber nicht gekommen und meine Tochter hatte schon vor ihrem Tod gesagt, du weißt, dass er mit dir nie mehr sprechen wird. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Da habe ich in mein Gedächtnis geforscht und da ist mir so eingefallen, dass da ein Vorfall war, wo er 15 Jahre alt war. Mhm. Meine Kinder waren beide im Internat und sind am Wochenende immer zu mir gekommen. Und da war ich so ungefähr 30 Jahre alt. Ja. Da hatte ich Geburtstag und habe in einem Haus gewohnt, wo unten eine Bar war. Ja. Und da habe ich nach Feierabend so ein bisschen da ausgeholfen und hatte mich etwas betrunken. Mhm. Bin dann in die Wohnung raufgekommen, wie meine Kinder, wie ich glaubte, schon schliefen. Mhm. Aber mein Sohn war noch wach und dann bin ich so da raufgekommen und habe meinen Sohn umarmt und habe den richtig geküsst. Und dann ist es zu sexuellen Handlungen gekommen mit meinem Sohn und mir. Da war er 15 Jahre alt, ja. Zu einer sexuellen Handlung heißt, du hast mit deinem Sohn geschlafen? Ja. Du hattest regelrechten Geschlechtsverkehr mit deinem Sohn? Ja. Mhm. Und das hat mich die ganzen Jahre immer belastet, weil ich mich daran schuldig fühle. Mhm. Als ich nächsten Morgen wach wurde, lag mein Sohn noch in meinem Bett und ich habe ihn rausgeschubst und habe ihn geohrfeigt. Und warst du denn an diesem Abend? Ich war betrunken. Aber derartig betrunken, dass du gar nicht wusstest, was du tust? Kannst du dich denn noch genau an diesen Abend erinnern? Wie ja, das dann, ich kann mich noch genau erinnern. Das heißt also, so ganz betrunken warst du nicht, wenn man sich erinnern kann. Nein. Mhm. Aber ich war in so einer fröhlichen Stimmung und ich kann mir das überhaupt nicht mehr erklären. Die fröhliche Stimmung entschuldigt so etwas natürlich nicht. Nein. Und erklärt es auch nicht, letztendlich. Hattest du denn, wenn du streng in dich hineinguckst? Ich hab meinen Sohn sehr geliebt. Hattest du, lass mich mal fragen, hattest du, wenn du streng in dich hineinguckst, wenn du dich erinnerst, hattest du früher, vor diesem Vorfall, hast du ihn in irgendeiner Weise sexuell attraktiv gefunden? Nein. Hm. Nein, überhaupt nicht. Er war ja noch ein Kind. Na gut, Mir das heute überhaupt nicht mehr erklären, wie es dazu gekommen ist. Dann hast du ihn aus dem Bett hinausgestoßen? Nein. Am nächsten Morgen? Nein, am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, ja, genau. Und geohrfeigt? Ja.
Warst du zu dieser Zeit auch mit einem Mann zusammen? Gab es eine Familie? Oder? Nein, ich war alleine. Du warst alleine. Ich war von dem Vater meiner Kinder geschieden. Wie war denn dann so die nächste Zeit danach, die nächsten Wochen, die nächsten Monate? Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Er ist wieder ins Internat zurückgegangen und ist dann 15, bis er 17 war, im Internat geblieben. Ach so. Er hat mich dann nicht mehr besucht am Wochenende. Ja. Ist stattdessen zu seinem Vater gefahren und danach habe ich ihn dann jahrelang nicht gesehen. Mhm. Du hast grade, er hat mich gemieden. Ja. Wie alt ist er jetzt? Jetzt ist er 48. 48. Wie viele Jahre, so, was meinst du, so über den Daumen gepeilt, hast du keinen Kontakt mit ihm gehabt? Ja, das fällt mir schwer, darüber nachzudenken. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Es ist so, der Vater meiner Kinder, der hat dann wieder geheiratet. Ja. Eine 30 Jahre jüngere Frau. Mhm. Und dann hat meine Tochter mir erzählt, dass mein Sohn sich in seine Stiefmutter verliebt hat. Mhm. Okay. Während seiner Studienzeit. Lass uns mal aus. Nach dem Abitur, wie er 17 war, dann ist er zur Bundeswehr gegangen. Mhm. Und bei der Bundeswehr, 7 Jahre hat er sich freiwillig verpflichtet, bei der Bundeswehr, da hat er mir noch Briefe geschrieben und so weiter. Mhm. Und auch aus seinem Studium. Aber ich habe jetzt so, ich deute das aus dem, was du gerade am Anfang gesagt hast, dass ihr über Jahrzehnte eigentlich keinen Kontakt hattet. Ja, persönlichen Kontakt nicht. Über Jahrzehnte nicht. Und dieses ist zurückzuführen, vermutlich, wahrscheinlich sogar, auf diesen Vorfall. Ja, so wie du es jetzt ich vermute das auch, weil meine Tochter kurz vor ihrem Tod zu mir gesagt hat, finde dich damit ab. Also er wird mit dir nie widersprechen. Das heißt, deine Tochter wusste von diesem Vorfall? Das weiß ich nicht. Ich vermute das nur. Weil sie gesagt hat, Mama, du weißt genau, warum Walter mit dir nicht spricht. Ja gut, dann wird sie es wissen. Dann wusste sie es. Dann wusste sie es. Ja, das denke ich mir. Damals, nachdem es passiert war, hast du nicht... Wie viele Tage war er da noch bei dir, bis er dann ins Internat ging? Gar nicht mehr, nur... Direkt an dem letzten Tag? Am nächsten Tag ist er zum Internat zurückgefahren. Das heißt, du hast auch nie brieflich das Gespräch gesucht, um diesen Vorfall zu besprechen? Nein. Weil du dich schämst? Ja, ich hab mich in Grund und Boden geschämt. Mhm. Und heute wahrscheinlich immer noch? Mein Sohn, ja. Mhm. Und mein Sohn hat auch mit mir nie darüber gesprochen, ich auch mit ihm nicht. Also Ich will ja sagen, das ist natürlich auch für einen so jungen Mann etwas ganz, ganz Schlimmes, was da vorgefallen ist. Etwas Schlimmes ohne Gleichen. Für mich ja auch. Und für dich auch. Für dich ist es noch schlimmer, weil du die Schuld trägst, weil du es forciert hast. Ja, natürlich. Ich war ja die Erziehungsberechtigte. Genau. Für ihn ist es natürlich wahrscheinlich, warst du die erste Frau in seinem Leben, mit der er geschlafen hat. Ja. Das ist natürlich ein Horror für ein Kind oder für einen Jugendlichen. Ja. Und er wird dir das bis heute nicht vergeben haben, dass du das gemacht hast. Ja. Das wird der Grund des Schweigens sein. Er hat auch nie eine Freundin gehabt. Bis heute nicht? Ja, er hat, das wollte ich eben sagen, hat meine Tochter mir erzählt, er hat sich in seine Stiefmutter verliebt. Ja, hast du gerade erwähnt, ja. Mhm. Und die hat er nach dem Tod seines Vaters geheiratet. Ah ja. So, jetzt deute ich deinen Anruf. Du bist 69 Jahre alt. Ja. Das ist wahrscheinlich die Schuld deines Lebens, die du da begangen hast. Ja. Das sehe ich auch so. Dennoch hast du dir wahrscheinlich dein ganzes Leben lang darüber auch Gewissensbisse gemacht. Und das war die Belastung, auch die Gewissensbelastung deines Lebens. Ja. Und du würdest gerne ins Reine kommen. Mit dir und auch mit dem Jungen. Ich würde so gerne mal mit meinem Sohn darüber reden. Und ich möchte so gerne, bevor ich den Löffel abgebe, möchte ich mich mit ihm versöhnen. Ja. So. Aber er lässt nicht an sich rankommen. Da wäre ja die Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Da wäre ja, Brigitte, ich habe ihm zig Briefe geschrieben. Ach, das hast du gemacht? Ja. Hast du denn in diesen Briefen, aber du hast das nicht angesprochen? Nein, das Thema habe ich nicht angesprochen. Ich habe nur über
mich gesprochen, über mein Leben, wie ich jetzt lebe und so weiter und so fort. So, Brigitte, lass uns gemeinsam überlegen, was man tun könnte. Ja, was kann ich tun? Was man tun könnte. Das ist ja meine Frage. Er blockt ab, also es kommt zu keinem Treffen, er blockt ab. Ja, er blockt ab. Deine Briefe, hat er auf diese Briefe, die du geschrieben hast, hat er da... Nein, mein Sohn hat ja heute eine eigene Rechtsanwaltskanzlei und mit 4 Angestellten. Und seine Sekretärin hat mir sagen lassen von meinem Sohn, sie darf mich nicht durchstellen, er möchte mich nicht sprechen und ich möchte auch die Anrufe unterlassen. Ja. Und dann besteht also nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich dass du erneut einen Brief schreibst und es diesmal in diesem Brief zum Thema machst. Diesen Vorfall damals, als er 15 Jahre war. Schreib es auf. Ob er das noch weiß, dass das so war? Ich vermute ja, mit 15 Jahren. Weil meine Tochter ja gesagt hat, vor ihrem Tod, meine Tochter war 37, als sie ums Leben kam, nicht? Das war ja ein Kapitalverbrechen. Mhm. Und da hat er noch, am Tag vor der Beerdigung, habe ich mit ihm telefoniert und hat er gesagt, Mutter, wir sehen uns morgen auf dem Friedhof. Und er ist aber nicht gekommen. Mhm. Wohl die Stiefmutter ist gekommen. Und der Vater meiner Kinder. Der ist ja 2 Jahre nach dem Tod meiner Tochter verstorben. Mhm. Und die Stiefmutter ist gekommen. Und dann habe ich durch die Sekretärin, weil die sich versprochen hat, habe ich erfahren, dass mein Sohn seine Stiefmutter geheiratet hat. Okay. Soweit die Vorgeschichte. Die Frage ist ja jetzt wirklich, was nun geschehen kann. Ja, ich möchte mit meinem Sohn, bevor ich den Löffel abgebe, das habe ich verstanden, möchte ich ins Reine kommen. So, da es nicht zu einem persönlichen Gespräch kommen kann zwischen euch beiden, würde ich diesen Weg vorschlagen, dass du es in einem Brief ausdrückst und dass du über diesen Vorfall schreibst und all das, was dir dazu einfällt, ein Erklärungsversuch, vor allen Dingen, dass es dir so sehr leid tut und dass es dein ganzes Leben lang deine Gewissensbelastung war, dieses würde ich alles schreiben. Mehr kannst du im Moment... Die Sekretärin hat mir aber gesagt, dass sämtliche Briefe, die ich geschrieben habe, er ungelesen zerrissen hat und vernichtet. Ja, ich würde es trotzdem versuchen. Ich kriege kein Echo. Ich würde es trotzdem keine Antwort. Ja, ich würde es trotzdem versuchen. Sonst gibt es ja überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Und dann hast du es dir zumindest schon mal von der Seele geschrieben. Du hast es dir von der Seele geschrieben. Was dein Sohn dann daraus macht, ist dann seine Sache. Ich habe ihm doch Briefe geschrieben. Sag mir bitte, warum du nicht mit mir sprichst. Sag mir bitte, was... Na gut, aber er wird ja dann vielleicht, wenn er das gelesen hat, wird er denken, du weißt, warum ich das nicht tue. Ja. Ich würde dir das so vorschlagen, Brigitte. Möchte aber auch nochmal, dass du eine Rückmeldung von meiner Psychologin bekommst, die das Gespräch mitgehört hat, was sie denkt. Ja. Und vielleicht hat sie auch noch eine andere Idee. Ich war schon mal in einer psychiatrischen Behandlung, ich war mal in einer Kurklinik. Mhm. Und da habe ich auch den Wunsch gehabt, mit einer Psychologin zu sprechen. Ja. Und der habe ich das auch gesagt. Aber die konnte mir keinen Rat geben. Ja. Wir versuchen das mal. Ich habe dir jetzt mal meine Meinung gesagt. Ja. Und du legst bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt gleich an. Ja, Domian, ich verfolge deine Sendung schon seit Jahren. Ja. Und ich habe mich nie getraut anzurufen. Umso besser, dass du es heute gemacht hast. Aber jetzt habe ich doch mal den Mut gehabt und letztes Mal, vorgestern war das, glaube ich, da bin ich nicht mehr dran gekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass man mich zurückgerufen hat. Ich freue mich auch, dass du hast sprechen können und hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ja, das lastet mir so schwer auf der Seele. Ich möchte nicht versterben, ehe ich Frieden gefunden habe. Ja, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay? Ich soll auflegen? Du legst auf und wir rufen zurück nochmal. Ja, danke schön. Okay, alles Gute. Tschüss, Domian. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt geht es weiter mit der Sandra. Und Sandra ist 30 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo Sandra. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, guten Morgen. Hi. Um was geht's bei dir, Sandra? Ja, es ist eben so, dass ich in kürzester Zeit die wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren habe. Also, ja, verloren habe. Mhm. Mein Bruder wurde vor circa 3 Wochen verhaftet, festgenommen. Warum? Es
auf frischer Tat erwischt worden bei einem Einbruch in eine Arztpraxis. Mhm. War er denn vorher schon auffällig? War er vorher auch schon? Ja. Ja. Mhm. Ja, also er hat Bewährungsstrafe offen und ja, war immer kurz davor, eben eingesperrt zu werden, und man hat das dann immer wieder aufschieben können. Mhm. Ich muss dazu sagen, die Vorgeschichte, mein Bruder ist eben drogenabhängig. Ja, wie alt ist er? Mein Bruder ist jetzt 26. Ja. Und hat mit 16 ist er da reingerutscht, wie man das eben kennt, mit Marihuana und dann eben mit Kokain und jetzt eben heroinsüchtig seit 7 Jahren und im Methadon-Programm, und da ging es eben darum, dass er auf Entzug dort eben in diese Arztpraxis eingestiegen ist, und man ihn dort auf frischer Tat ertappt. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe in kürzester Zeit mehrere Menschen verloren. Ja. Und hast du deinem Bruder erzählt, dass der vor 3 Wochen verhaftet worden ist? Genau. Um welche Menschen handelt es sich noch? Ja, und dann eben um meinen Freund, also meinen Lebensgefährten. Mhm. Was ist da passiert? Der ist vor einer Woche, vor einer Woche wegen einen angeblichen bewaffneten Raubüberfall verhaftet worden. Auch verhaftet worden? Ja. Und jetzt auch die dritte Person. Was ist mit der? Keine dritte Person. Keine dritte Person, die beiden. Zwei Personen sind, und er sitzt auch jetzt in Untersuchungshaft. Richtig. Und wie lange warst du mit ihm zusammen oder seid ihr zusammen? Über ein Jahr jetzt. Über ein Jahr. Mhm. Ist das seine erste Tat oder hat er auch schon was auf dem Kerbholz? Er hat auch schon was auf dem Kerbholz, davon habe ich auch gewusst. Mhm. Was hat er gemacht vorher? Es ging da immer um Körperverletzungen, wohl vorher in früheren Jahren Diebstähle, auch irgendwelche Drogendelikte, aber eben nie in so einem Ausmaß, also nie so ein schweres Verbrechen. Was genau hat er jetzt vor einer Woche gemacht? Ja, es wurde bei uns in der Stadt eben ein bewaffneter Raubüberfall durchgeführt. Hat er das alleine gemacht? Nein, es waren wohl 2 Täter. Mhm. Und durch die Polizei, durch die Ermittlungen, wurden da mehrere Leute verhaftet, und aufgrund irgendwelcher Aussagen von anderen Leuten, davon aus, dass er einer der Täter ist. Was heißt bewaffneter Raubüberfall? Was hat er oder haben die Täter überfallen? Oder wen? Er ist ein Diskothekenbesitzer, der also von Freitag auf Samstagnacht wohl mit den Tageseinnahmen nach Hause fuhr, und vor der Haustür wurde er eben, nachdem er aus dem Auto gestiegen ist, mit der Waffe bedroht. Und bedroht? Ist er verletzt worden? Nein. Nein. Mhm. So, jetzt hast du 2 Leute, die dir nahestehen, im Knast sitzen. Ja. 2 Leute. Mhm. Das ist natürlich ein Schlag, und vor allen Dingen so nah hintereinander. Hast du mit innerhalb von 3 Wochen. Ja, innerhalb von 3 Wochen. Hast du besteht die Möglichkeit, mit denen Kontakt zu haben? Ja, das ist eben irgendwie ganz schwierig, denn ich habe jetzt schon mehrmals, also über Fax und über schriftlichen Antrag gestellt, dass ich eben eine Besuchserlaubnis möchte, und habe bis jetzt eben noch keine Antwort bekommen. Und ja. Was löst das denn in dir aus, die Vorstellung, dass dein Freund, in den du verliebt bist, den du lieb hast, dass der so etwas gemacht hat? Ja, Wahnsinn. Der hat ein Verbrechen begangen und hat vielleicht sogar in Kauf genommen, dass ein Mensch zu Schaden kommt. Ja, Wahnsinn. Das ist für mich unvorstellbar, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er zu so einer Tat überhaupt fähig ist. Und du möchtest gerne von ihm wissen, warum. Wie sind die weiteren Umstände, die Hintergründe? Eigentlich weiß ich nicht genau, was ich will oder was ich jetzt erwarte. Es ist nur so, es ist für mich ja Welt zusammengebrochen. Es war schon so schlimm, als mein Bruder eben inhaftiert wurde, und habe dann noch Halt an meinem Partner gehabt, und jetzt, jetzt ist er auch weg. Ist es so, dass du auch die Liebe und die Beziehung in Frage stellst? Ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Mhm. Ja, mich würde es auch umhauen, will ich dir ehrlich sagen. Du hast ein ganz anderes Bild von ihm gehabt. Ja, total. Mhm. Obwohl da schon was war in der Vergangenheit, aber nicht etwas so Heftiges. Ja. Mhm. Mhm.
Ja. Also das habe ich ja zu Anfang, dass ich ihn kennengelernt habe, nicht gewusst. Das kam ja alles nach und nach raus. Mhm. Und er hat mir das auch dann alles erzählt und irgendwann gebeichtet und. Was hat er eigentlich vom Beruf gemacht jetzt in der letzten Zeit? Er war Metzgereifachverkäufer. Ein was? Fachverkäufer? Metzgereifachverkäufer. Mhm. Ja. Mhm. So, es liegt dir sehr daran, mit ihm in Kontakt zu treten, mit ihm zu reden. Erst mal reden und dann wird sich das wahrscheinlich für dich ergeben, welche Auswirkungen das auf deine Gefühle hat, das Ganze. Ja, also wenn er das getan hat, dann muss man mit einer Haftstrafe von 5 bis 10 Jahren rechnen, keine Ahnung. Mhm. Weil mein Bruder ist dann hast du, 3 und 4. Hast du noch eine Hoffnung, dass das herauskommt, dass er es vielleicht doch nicht war? Ja. Mhm. Aber ja. Es spricht alles so dafür, dass es wahrscheinlich doch war. Ja, auch. Mhm. Hast du etwas Unterstützung? Gibt es Menschen, die dir... Nein, niemand. Gar nicht. Mhm. Meine Mutter ist vor 10 Jahren gestorben und zu meinem Vater habe ich ein ganz schlechtes Verhältnis. Und ja, ich habe meine Großmutter mit 75, mein Gott, ja. Da fehlt natürlich auch irgendwie, was will ich mit der reden? Ja, das, soll man, sie das verstehen? Ja, man soll auch die alte Frau dann nicht noch vielleicht zusätzlich belasten damit. Lass mich noch mal was zu deinem Bruder fragen. Dein Bruder ist ja nun wirklich, er ist schwerst abhängig, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja, ja. Mhm. Zu ihm hast du auch noch keinen Kontakt haben können? Nein, gar nicht. Mhm. Ich konnte ihn weder besuchen, noch wurde bislang irgendein Brief von ihm beantwortet, den ich geschrieben habe. Ja, ja. Also, wir überlegen jetzt mal im Hintergrund, wie wir dir etwas beistehen können, wie wir dir helfen können und vor allen Dingen, wie du auch vor allen Dingen alleine mit dieser Situation fertig wirst. Das heißt, der Vorgang ist, dass du auflegst und wir gleich nochmal anrufen. Mhm. Und wir machen uns dann gemeinsam Gedanken, was wir machen können mit dir und was wir tun können. Okay? Mhm. Weil ich merke schon, dass es ganz wichtig ist, dass da jemand mit dir die Lage mal bespricht und einfach mal gemeinsam redet und über die Hintergründe diskutiert und so weiter. Ja. Mhm. Sandra, du legst bitte auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Okay, alles Gute. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, falls ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann die Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Bärbel und Bärbel ist 51. Hallo Bärbel. Guten Morgen Bärbel. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich habe schon jedes Mal versucht, mit dir mal zu sprechen, aber das ist mir zu spät und heute habe ich mich nochmal dazu. Aber jetzt haben wir uns, ja genau. Ja. Um was geht's denn? Ja, und zwar, es geht bei mir um eine Beziehung, die seit 3 Jahren anhält mit den Kollegen. Und ich habe, meine Gefühle für ihn sind ja auch so stark, dass mir das eben auch alles so weh tut. Ist das eine heimliche Beziehung? Ja. Ja. Und ich habe seit 1,5 Jahren mit ihm, seit 1,5 Jahren so in etwa, fragt er mich schon immer, ob ich mit der anderen schlafe und... Was fragt er dich, ob du mit einer mit der anderen? Ja, ob ich mit der anderen schlafe, außer ihm noch. Und ich sage das natürlich, dass ich das nicht mache. Ja, also wir halten mal fest, du lebst alleine? Nein, ich bin verheiratet. Ach, du bist verheiratet. Ach so. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, meine Ehe, die ist schon... Das ist ein Nebeneinanderherleben und ich bin noch seit 8 Jahren verheiratet, aber trotzdem, das ist nur ein Nebeneinanderherleben. Und wenn mein Mann halt auch nicht so gewesen wäre, wäre das dazu auch nicht gekommen, hätte der keine Chance gehabt. Dieses Verhältnis zu dem Arbeitgeber, zu dem Kollegen, entschuldige bitte, ich habe heute wieder was auf meinem Kopfhörer und es klingt alles sehr seltsam. Dieses Verhältnis zu dem Arbeitskollegen. Ja. Ist das von Anfang an auch ein sexuelles Verhältnis gewesen? Ja, von Anfang an. Von Anfang an. Würdest du sagen, dass du dich verliebt hast in diesen Mann? Ja, ich muss aber dazu sagen, wir kennen uns aber schon seit 30 Jahren. Ja. Und wir haben dann als zusammengearbeitet und da kam das halt dazu. Er hat mich eben in so einer Phase erwischt, wo ich mir eine Anlehnung gebraucht habe. Mhm.
was ich irgendwie von meinem Mann gekriegt habe. Und da hat sich das halt so entwickelt. Und Frage, bist du verliebt in diesen Mann? Ja. Du bist verliebt in diesen Mann? Unwahrscheinlich. Ist er alleine? Was? Ist er alleine? Nein. Auch jetzt, eine? Jetzt ist er alleine. Seine Ehe ist nach 27 Jahren auseinandergegangen. Ich muss auch dazu sagen, er hat mir auch schon gesagt, er hat schon immer ein Verhältnis gehabt, er brauchte das schon immer. Achso, mit irgendwem hat er immer ein Verhältnis? Ja. Aber nicht jetzt, seitdem er sagt, seitdem mit mir zusammen ist, hätte es nicht gehabt, das, was ich eben noch nicht so richtig glaube. Wenn er seine Frau betrogen hat, dann soll er mich okay. das betrügen. Also wichtig ist für mich also die Information, dass du in diesen Mann verliebt bist. Ja, ja. Der Mann in dich auch. Ich denke mal jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Jetzt, nein. Oh, es wird immer komplizierter. Ja, es ist, für ihn ist es jetzt eigentlich so weit, er möchte jetzt eigentlich nur noch den Sex haben. Ja. Das heißt, du bist in deiner Ehe unzufrieden? Ja. Und du bist letztendlich auch unzufrieden in deiner Affäre? Ja. Weil die Affäre will nur Sex von dir, du willst aber Liebe von der Affäre. Ja. Schwierige Sachlage. Ja. Erzähl mir noch mal ein paar Sätze zu deiner Ehe. Du bist ja unzufrieden und gar unglücklich in der Verbindung. Ja, also in meiner Ehe, das ist natürlich, man kann schon bald sagen, ein Desaster. Mein Mann mag mich zwar lieben auf seine Art und Weise, aber es kommt eigentlich gar nicht rüber. Ja, wie lange seid ihr verheiratet schon? 8 Jahre. 8 Jahre. Und Kinder habt ihr nicht? Nein. Mhm. Und er kommt nach Hause, er isst und dann kommt kein Wort. Und zum Wochenende, wenn ich sage, wir möchten mal fort, weil wir Hund haben. Und, ne, und da ist heute zu viel auf Arbeit und da muss er noch hier was machen und dort was machen und Sonntag. Gibt es Zärtlichkeiten zwischen euch? Überhaupt nicht. Schlaft ihr noch miteinander? Nein. Auch nicht mehr? Nein, seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr. Warum bist du dann noch mit ihm zusammen? Ja, eine gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ja, aber das ist ja eine wichtige, gerade wenn man sich so verstrickt hat in solche Sachen, wie du es gerade beschrieben hast, und wenn man so unglücklich ist, ist ja immer die zentrale Frage, warum? Warum ist es so und warum mache ich das? Warum ist es so weit gekommen? Ich habe irgendwo auch so eine soziale Art, er ist irgendwo sehr unselbstständig und ich mache nun auch alles hier, alles was Behördenwege sind etc., das mache ich alles. Aber du bist ja nicht aus Mitleid mit ihm zusammen. Oder ich denke schon, ja. Schlechte Grundlage für eine Beziehung. Ja. Schlechte Grundlage. Hast du es ihm gegenüber schon thematisiert? Ja, und immer wieder? Ich habe ihm auch gesagt, dass ich ein Verhältnis habe, weil ich das nicht verstehen kann. Ach so, das hast du ihm gesagt? Ja, ja. Und was sagt er dazu? Ja, man weiß nicht, was er machen soll. Gar nichts. Es kommt, Domian, du kannst dir das nicht vorstellen. Es kommt nichts, gar nichts. Der ist nicht mehr eifersüchtig? Nein, gar nicht. Der lässt das alles irgendwie so laufen? Ja. Was würde er denn sagen, wenn du sagst, ich gehe? Ich habe ihm schon gesagt, sag komm, wir richten für mich eine Wohnung ein, ich gehe. Und da sagt er nur, nee, du bist hier, deine Wohnung ist hier. Das sagt er und Schluss. Ja, und Schluss. Gut. Sagt er das einfach so dahin? Oder hast du den Eindruck, der will das auch wirklich? Oder ist ihm das irgendwie letztendlich auch egal? Wenn ich ihm jetzt sage, ich gehe, da fängt er an und raucht eine Zigarette nach der anderen, er wird nervös und dann unterhalte ich mit ihm und ich meine, er war schon immer so Eigenbrötler gewesen, er hat keine Freunde und hat nichts und ich habe aber auch schon gemerkt, ich bin eigentlich sehr lebens... Das heißt, dieser Mann bremst dich im Leben. Ja, der zieht dich letztendlich runter. Ja. Weißt du, Bärbel, was ich das Allerwichtigste finde, bevor wir dann nochmal auf deine Affäre kommen, ich finde das Allerwichtigste, dass du erstmal dein Leben in Ordnung bringst. Und dein Leben bedeutet im engsten Kreise jetzt deine Ehe. Das heißt, in Ordnung bringen in diesem Fall, so wie du die Ehe beschrieben hast, finde ich aber ohne Zweifel Trennung und auseinandergehen. So, und wenn du das gemacht hast, dann ist die Frage, wie du dich weiter mit deiner Affäre beschäftigst. Wenn dir das letztendlich auch zu sehr wehtut, wenn der nur Sex von dir will, aber du in den verliebt bist, wäre es natürlich auch das Klügste, diese Sache auch einzustellen. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ja, genau. Das Hauptproblem, finde ich, ist deine Frustration, deine Traurigkeit, in die Lustlosigkeit in diesem Eheverhältnis. Du liebst diesen Mann nicht mehr? Emotional bin ich schon lange von ihm weg. Mensch, was reden wir da noch? Das ist schon richtig. Kein Thema mehr. Trennung raus aus der Wohnung. Du hast deine eigenen Einkünfte, es funktioniert. Finanziell, materiell geht das.
war Taxa und das ist natürlich nicht so sehr viel, was darüber kommt. Verstehe, aber du könntest eine eigene Wohnung finanzieren. Ja, ich denke mal, wenn ich hier Wohngeld alles beantragen würde, würde ich schon. Ja, irgendwas funktioniert und wenn man irgendwelche noch Zuschüsse bekommt und wenn es erstmal nur ein kleines Apartment ist, aber es ist eine Befreiung für dich. Ich glaube, das ist für dich eine Befreiung. Wenn du sagst, du bist eine lebenslustige Frau, du bist erst 51 Jahre alt, du wirst was machen, was erleben und wirst so runtergesaugt von dem Typ, vergiss es, raus. Meine ganz klare Meinung. Und dann bring, wenn du das gemacht hast, dann guck dir die Geschichte mit der Affäre an. Ja, das möchte ich auch beenden, weil mich das macht mich ja noch, das macht mich auch richtig voll. Ja. Weil er nützt ja, ich fühle mich so gedemütigt, so misshandelt von ihm. So weißt du, Gabel? Sexuell misshandelt? Ja, so richtig sexuell misshandelt fühle ich mich von ihm. Weil er immer mit den Geschichten kommt, dass ich ihm das erzählen soll, Details erzählen soll, was ich mit dem Mann gemacht habe, wenn ich mit dem geschlafen habe, obwohl das überhaupt nicht stimmt. Er glaubt mir das nicht, dass ich da nicht mit jemandem, mit keinem anderen Verhältnis habe. Mhm. Oder, sag ich mal, geschlafen habe. Ja, ja. Er möchte das eben und er sagte, ja, du, ich glaube dir das nicht. Ich glaube, für dich ist das ein ganz großer Befreiungsschlag, wenn du beide Männer hinter dir lässt. Ja, und dann nach vorne gehst und versuchst, ein neues Leben zu beginnen. Mhm. Das ist meine Auffassung, Bärbel. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bin, ja, mach weiter so, es ist sehr nett. Dankeschön. Klar, tschüss. Tschüssi. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf morgen, auf Samstag, Promi-Tag bei uns. Mein prominenter Gast ist der Schauspieler Sky Dumont. Wir beginnen um 0 Uhr Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag hier im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt, wenn ihr euch auch mit Sky Dumont unterhalten wollt, dann meldet am besten schon unter domian@wdr.de. Und an dieser Stelle Hinweis nochmal auf unsere tollen Fanseiten, die Domian-Fanseiten nachtlager.de. Da gibt es ein gar lustiges und schönes und spannendes Weihnachtsquiz. Und da kann man was gewinnen und da kann man was erleben und sehen. Schaut am besten mal selbst rein unter Nachtlager, www.nachtlager.de. Nachtlager.de. Hier ist die Susanne und Susanne begrüße ich recht herzlich und sie ist 37 Jahre alt. Hallo Susanne. Ja, hallo Jürgen, hier ist Susanne. Ich würde gerne etwas sagen zu der Anruferin, die ein Verhältnis mit ihrem Sohn hat. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass die sich darüber aufregt, dass er mit ihr nicht mehr viel zu tun haben möchte, weil ich den umgekehrten Fall mit meinem Vater erlebt habe. Mhm. Und er auch nicht nachvollziehen konnte, warum ich mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Das heißt, dein Vater hat mit dir geschlafen? Nein, er wollte. Aber ich habe glücklicherweise noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Wie alt warst du da? Ich war da 21. 21? Ja. Mit 21 hat dein Vater versucht, mit dir zu schlafen? Ja, also meine Mutter ist damals gestorben und ich weiß nicht, ob das ein Unfall war oder ob nicht. Die Polizei wollte mir da auch keine Auskunft geben. Du hast die Vermutung, dass eventuell ein Verbrechen vorliegt? Ja, also das ist nicht so recht raus. Also als die erfahren haben, erst hieß es ja, wir sollten vor Ort dahin kommen, dann sind wir nach Berlin gefahren, das war in Berlin. Mhm. Und als wir da waren, dann hieß es, die Akten wären plötzlich nicht da und dann hieß es doch Auskunft nicht und nur über Rechtsanwalt. Mhm. Und über Rechtsanwalt haben wir dann auch keine Auskunft bekommen. Was war das denn für ein Unfall? Ja, das ist... Was ist passiert? Oder wie ist es nach außen dargestellt worden, also was passiert sein soll? Es ist nach außen so dargestellt worden, als hätte sie einen Selbstmord begangen. Mhm. Nur dieser Selbstmord war sehr merkwürdig, der wäre über Gas passiert, über so einen alten Gasherd. Mhm. Nur als die Feuerwehr und die Polizei angeblich angetroffen ist, ich habe das nur aus Papieren, da war das Oberlicht geöffnet und vor der Tür hätte ein Ofen, wäre so ein alter Ofen, ich weiß nicht die Bezeichnung genau dafür, wäre vor diese Tür geschoben worden. Mhm. Und die hätte eine Frau dieser Größe und dieses Gewichts nicht davor schieben können. Mhm. Und er hätte sie gefunden angeblich. Mhm. Aber die Polizei hat sich damals eingeschaltet? Und ja, die Polizei war dabei und auch und letztendlich, Polizei. Ja, und letztendlich hat man dann gesagt, keine Auskunft weitergegeben, weil das, weil wir anschließend von der Feuerwehr, ich habe noch eine Schwester und ich, wir sind aus dieser Wohnung geholt worden von der Feuerwehr. Mhm. Und dann anschließend waren wir ungefähr ein halbes Jahr im Krankenhaus zur Aufpäppelung und
Warum wart ihr im Krankenhaus? Ja, weil wir angeblich unterernährt waren und... Wie alt warst du da? Da war ich 1,5. Ach so, so lange liegt es zurück. Ja, das war ganz lange her. Und dann sind wir im Ach, das heißt, ihr seid ja bei dem Vater groß geworden? Nein. Wir waren also bei unseren Eltern bis zum Tode der Mutter, sind dann in ein Krankenhaus eingeliefert worden und vom Krankenhaus in ein Kinderheim und von dem Kinderheim raus zur Adoption. Ach so, ich verstehe. Das heißt, deinen leiblichen Vater hast du dann erst sehr viel später kennengelernt? Ja, also wirklich so bewusst. Sehr viel später. Nämlich, wie alt warst du da? Da war ich 18, 19. 18. Also ich habe den dann gesucht. Ab 16 konnte man laut der Behörden jetzt verstehe mehr ich Informationen bekommen. Und wir reden auch über den leiblichen Vater, der mit dir schlafen wollte, als du 21 warst. Ja. Was war das jetzt genau für eine Situation? Also das war, ich habe ihn dann gesucht und er hat nicht damit gerechnet, dass ich ihn suchen würde, sondern er mit meiner älteren Schwester. Und ich habe mich dann, also ich war sowas von überglücklich, ihn zu finden und zu sehen. Aber da warst du, da warst du 16, 17? Nee, da war ich dann 20. Also um den Dreh. Was war das jetzt genau für eine Situation, als er mit dir schlafen wollte? Ja, er hat mir dann, er hat dann erst den liebevollen Vater gespielt. Und der sich dann auch angeblich immer versucht hätte, uns zu finden und so weiter. Aber in Wirklichkeit war dem wohl nicht so. Er hat dann eher versucht, so ein sexuelles, heimliches Verhältnis aufzubauen. Und da war ich überhaupt nicht mit einverstanden. Das war... Zu beiden? Nein. Ich war ja diejenige, die ihn gesucht und gefunden hat. Ja. Meine Schwester wollte von ihm überhaupt nichts wissen. Nee, ich habe es gerade so verstanden. Es hätte er ein sexuelles Verhältnis auch zu deiner Schwester aufbauen wollen. Nee. Nur zu dir? Ja. Ja, was ist das überhaupt für eine Formulierung? Der Vater will ein sexuelles Verhältnis aufbauen... Was war die Situation? Der muss doch irgendwann einmal vor dir gestanden haben und gesagt haben, ich will jetzt, oder wie? Ja, ich war dann bei ihm zu Hause. Er ist auch wieder verheiratet. Und dann hat er immer so von hinten rum so Anzüglichkeiten. Und das habe ich erst überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich das auch gar nicht hören wollte und nicht sehen wollte. Ich war ja ganz glücklich und in meiner Euphorie habe ich das alles überhaupt nicht gesehen. Ich wollte ja nur meinen Vater kennenlernen, wollte auch wirklich mal endlich einen Vater haben. Oh ja, und dann, als er uns dann zu Hause besucht hat, wir sind in einem ganz anderen Raum aufgewachsen. Wer ist jetzt uns? Die beiden Schwestern meinst du? Ja, ich habe nur eine Schwester. Ja, also ihr beide meine ich. Ja, jetzt, genau. Ja. Wir sind dann bei Adoptiveltern groß geworden und extra weit weg von Berlin. Und da hat er uns dann auch besucht. Und da ist er eben angefangen, hat mir Liebesgedichte geschrieben, wollte allein mit mir sein, hat versucht, mich zu knutschen und mich anzutatschen. Das hat er alles versucht. Das heißt, das war alles so peu à peu. Es gab nicht ein Ereignis, wo er plötzlich sagte, ich will mit dir schlafen. Das gab's nicht. Nein, das hat er aber ziemlich, also es war dann zum Schluss so krass, dass ich eher richtig Ärger mit seiner jetzigen Frau hatte. Die mich dann auch verbal fertig gemacht hat. Also er hat versucht, dich zu küssen. Nicht nur versucht, er ist sehr brutal geworden. Wie hast du darauf reagiert? Ich wusste erst gar nicht, was ich tun sollte, weil ich ganz andere Gedankengänge zu ihm hatte und gar nicht verstehen konnte, wie ein... Das heißt, du hast am Anfang einiges sogar zugelassen, weil du so irritiert warst und auch noch von der Freude angetan warst, ihn gefunden zu haben. Ich habe gedacht, das wäre so Vaterliebe. Mhm. Aber irgendwann hast du dann gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, weil ich gemerkt habe, das ist keine Vaterliebe und weil er mir, weil er bei meinem damaligen Freund oft angerufen hat und eifersüchtig war und... So, du bist heute 37 Jahre alt, das heißt, er ist eine ganze Zeit vergangen seitdem. Hast du ihn irgendwann nochmal getroffen? Ja, ich habe auch versucht, mit ihm zu reden, aber das hat er blockiert. Und da ist immer seine jetzige Frau dazwischen gekommen und hat so... Also es ist so gedreht worden, als wäre ich diejenige, die Ehe kaputt machen wollte. Obwohl du sogar jetzt nochmal den Kontakt gesucht hast, macht er dich... Mehrmals angerufen, obwohl er eigentlich den Kontakt suchen sollte und sich entschuldigen sollte. Hat er sich überhaupt irgendwann mal früher entschuldigt? Nein. Kein Mal. Er hat sich damals mal dafür entschuldigt, dass er es zugelassen hat, dass wir zur Adoption freigegeben worden sind. Hat dann aber eingeräumt, dass er gesagt hätte, wir sollten nur zusammen weggehen und nicht getrennt. Ja. Wie siehst du jetzt die Zukunft? Willst du die Sache jetzt einfach beruhen lassen? Eigentlich nicht gerne.
Ich würde gerne wissen, was damals passiert ist, warum unsere Mutter wirklich gestorben ist. Nur ich denke, dass da besteht keine große Hoffnung, dass ich die Wahrheit erfahre. Ja. Das heißt, letztendlich würdest du schon gerne mit dem Kontakt haben wieder? Ich würde gerne, um einfach weiter zu bohren, was ist damals passiert? Ja, ich würde gerne ein ehrliches Gespräch haben, aber da besteht wohl keine große Aussicht. Und ich finde es einfach unmöglich, dass diese Frau da, die da angerufen hat, es nicht verstehen kann, dass ihr Sohn keinen Kontakt zu ihr haben will. Ja, ich glaube, letztendlich hat sie das schon verstanden. Auch wenn sie es so ausgedrückt hat. Aber ich glaube schon, dass sie weiß, was sie da gemacht hat. Und dass sie da eine große Schuld auf sich geladen hat. Ja, das ist sowas von eklig. Ich bin so froh, dass ich davon weggekommen bin, dass ich war allein mit meinem Vater da im Auto, als er mich angegrapscht hat. Das war sowas von widerlich und eklig. Das glaube ich. Das ist ja überhaupt, wenn man sich das vorstellt, das ist ja das Grauenhafteste überhaupt, wenn man sich vorstellt, mit einem Elternteil zwangsweise Sex haben zu müssen. Das ist ja furchtbar. Ja, und der hat mich irgendwie doch nicht als Tochter gesehen, obwohl er das vorher gesagt hat, sondern er hat mich als erwachsene junge Frau kennengelernt. So. Jetzt wünsche ich dir, Susanne, dass irgendwie in der nächsten Zeit, in der Zukunft irgendwas passiert, dass du, und darum geht es ja, dass du eine Klärung findest, was ist mit deiner Mama damals passiert, als du ein Jahr alt warst oder anderthalb Jahre alt. Das wünsche ich dir von Herzen und auch deiner Schwester. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, es geht weiter mit Thomas, und Thomas ist 39. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Thomas? Um das Thema Swingerclub. Oh, um das Thema Swingerclub. Ich gehe mal davon und er schweigt. Ich gehe mal davon aus, dass du irgendwas dann zu tun hast mit Swingerclubs, oder? Ach, ich gehe jeden Monat einmal in den Swingerclub. Ach, guck. Ja. Jeden Monat einmal. Und wie lange schon? Seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren? Seit 14 Jahren jeden Monat einmal. Ja. Warum? Weil ich bin ein Mensch, der tut Beziehung von Sex drin. Ja. Bist du denn in einer Beziehung? Nein, in keiner. Ja. Das heißt, das ist für dich eine reine Sexgeschichte da? Ja. Und was passiert da so? Wenn du seit 14, gehst du immer in denselben Singer-Club? Meistens. Das heißt, du bist ein alter Bekannter? Ja. Ja. Sind da mehrere Leute, die so lange, so Stammgäste sind, die so lange da hingehen? Auch noch länger, auch 20, 25 Jahre. Das ist mir neu, ich wusste nicht, dass das so ist. Was passiert denn da? Auf was stehst du? Was machst du da? Eigentlich auch der normale Sex. Mhm. Mit Frauen. Ja, mit einer Frau oder mehr so in der Gemeinschaft? Mit mehreren? So auch mit zwei, drei und so weiter. Mhm. Und das ist schon ganz gut. Ja. Du hast gerade so gesagt, etwas hintergründig, ich habe es gar nicht richtig verstanden. Du trennst Liebe von Sex. Ja. Daraufhin habe ich dich gefragt, bist du in einer Beziehung? Hast du gesagt, nein. Bist du 14 Jahre in keiner Beziehung? Seit 14 Jahren, nicht? Ich war noch nie in deiner Beziehung. Du warst noch nie in einer Beziehung. Wie alt bist du? 39. Wie kommt das? Wie erklärst du dir das selbst? Weil ich weiß, ich habe eine, es klingt ein bisschen komisch, ich habe eine monogame Ader in mir und eine polygame Ader in mir. Ja. Und das, würde ich mal sagen, das kann man nur so lösen. Ja, ich meine, du hast ja auch noch nichts anderes ausprobiert. Es könnte ja sein, dass du dich in eine Frau verliebst und das ist so toll, dass du gar keinen Bock mehr hast, immer wieder und immer wieder und immer wieder in denselben Swingerclub zu gehen. Könnte ja sein, weiß man nicht. Warst du noch nie in eine Frau verliebt? Vom Geist her eigentlich noch nie. Echt nicht? Auch nicht so als Jugendlicher mal irgendwie so richtig verguckt irgendwie in eine Frau, wo du dachtest... Ja gut, so mit 15, 16 schon, aber das war's dann. Das heißt, keine Beziehung, auch nie so eine Affäre mal gehabt, dass du dich mit einer Frau mal, weiß ich jetzt, über ein paar Monate getroffen hast und ihr dann Sex hattet und mal essen gegangen seid oder ins Kino? Sowas auch nicht? Ja gut, ich hatte mal ein halbes Jahr, da hatte ich mal so ein bisschen so eine Affäre, außerhalb vom Club, das hat schon dann im Sand verlaufen. Ja.
Hast du denn Sehnsucht danach, nach einem Menschen, auch nach Zärtlichkeit und Geborgenheit und sowas? Hast du Sehnsucht danach? Ja, für mich wäre es das ideale Partnerin, mit der man... In den Swingerclub geht? Ja. Okay, kann ich verstehen. Aber das war nicht die Antwort auf meine Frage. Hast du Sehnsucht nach einer Partnerin, mit der ja. du dann eventuell in den Swingerclub gehst? Das hast du schon? Ja. Mhm. Aber wenn du da, ich meine, du bist ja ein aktiver Mann, also sexuell auch aktiver Mann und triffst doch auch wahrscheinlich sehr viele Frauen in diesem Swingerclub. Hat sich denn da noch nie irgendwas ergeben mal? Oder sind ja immer Frauen, die, da sind doch auch Solo-Frauen, ne? Single-Frauen. Auch? Ja. Ja. Und da hat sich auch noch nie irgendwas angebandelt? Wie gesagt, da dieses halbe Jahr hatte ich ja schon gesagt. Ja, die hast du da kennengelernt? Ja. Ja. Na gut, aber es war einmal und du bist 39. Könnte ja nochmal was passieren. Da muss ich halt die Hoffnung, das darf ich nicht aufgeben. So sehe ich es allerdings auch. Ja. Vielleicht solltest du auch mal einen anderen Club aufsuchen oder zusätzlich noch einen anderen Club. Ja, das wäre wahrscheinlich die Lösung, ja. Weil ich denke mir, dass du da vielleicht auch immer wieder auf dieselben Leute stößt und da kennt man sich und dann sind die Grenzen abgesteckt und da passiert auch nichts. Kann das sein? Ja. Ja. Tauchen da überhaupt ab und zu mal neue Leute auf? Eigentlich immer ein gewisses Stammpublikum und meinen wir 10% absolute Neulinge in der Club. Ist zu wenig, Thomas. Ist zu wenig. Ja. Das Stammpublikum hast du schon abgescannt, da ja. passiert nichts mehr. Und dein Anliegen ist ja, dass du, was ich dir auch sehr wünschen würde, dass du eine Partnerin findest, auch fürs Leben und fürs Herz und für zu Hause und mit der du dann auch noch, wenn du so eine Leidenschaft hast oder so ein Hobby hast mit dem Swingerclub, dass du das mit ihr gemeinsam dann auch praktizieren kannst. Ja, das wäre für mich der absolute Idealfall. Findest du das denn sexuell so befriedigend und gut im Club? Ja. Das schon? Das kann man schon sagen. Ja. Wie lange bist du, wenn du einmal im Monat ungefähr hingehst, wie lange bist du dann da, so einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht oder wie? Das fängt immer so um 8 Uhr an und so bis um 4 Uhr morgens. Ah ja. Um 8 Uhr geht's los mit, ja. mit Buffet auch, mit Essen? Ja. Oder? Ja. Ganzes warmes Buffet, Essen und Trinken. Ja. Buffet ist gut? Ja. 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 Und gibt es da, ich war noch nie in so einem Ding, deswegen frage ich so blöd, gibt es da bestimmte Rituale, dass man erstmal dann isst und man macht dann das oder ist es immer ganz offen und frei alles? Also man geht an die Bar, an den zentralen Treffpunkt ja. und dort meinetwegen über alles Mögliche reden. An dieser Bar, während ja. man da über alles Mögliche redet, sitzt man da schon nackig oder nicht? Also die Frauen so in Dessous und die Männer in Shorts oder Boxershorts. Verstehe. Also das Wichtigste ist noch bedeckt. Ja. Ja. So, dann redet man da an der Bar über das Wetter, über die Politik ja. oder weiß ich was. Ja. Und dann? Dann gibt es so gewisse Blickkontakte und da sieht man schon, ob sich was an dem Abend so. Ergibt. Dann wird so abgecheckt, wer mit wem eventuell. Ja. Ja. Und wann wird gegessen? Dann wird wahrscheinlich schon was gemacht. Ach so, vor dem Essen. Ja. Ja, verstehe. Ja. Und dann wird sich gestärkt? Ja. Ja. Was gibt's denn da immer so? Ist das gibt's da warmes Essen oder Schnittchen? Also richtige, auch warme, komplette warme Speisen. Ja. Und auch kalte Speisen. Verstehe. Also sehr vielfältig. Wurst, Käse, alles Mögliche. So, dann hat man sich gestärkt mit warmen Speisen, mit Wurst und Käse. Ja. Und dann geht's wieder zur Sache. Ja, so kann man sagen. Ja. Hast du dann in der Nacht schon mal wechselnde Partnerinnen? Oder guckt man sich für eine Nacht eine Hauptpartnerin aus? Also ich habe also meistens wechselnde Partnerinnen. Ja. Und es kann, wie du gerade sagtest, auch sein, dass du mal zwei, drei hast und dich damit mit mehreren Frauen vergnügst oder sogar mit Pärchen, mit Männern auch zusammen? Mit Pärchen muss man eigentlich immer ein bisschen vorsichtig sein, weil manche sind auf Single-Männer fixiert und manche überhaupt nicht. Aha.
Also könnte es da Probleme mit den Männern geben, eventuell, wenn man da zu nah rankommt. Aber dein Geschmack ist das schon, ab und zu auch mal mit so in der Gruppe. Ja. Schon, ja. Was kostet denn eigentlich der Eintritt mit dem schmackhaften Essen und den vielen Stunden? Das ist je nach Club, nach, ich würde mal sagen, nach Größe und Ausstattung. Na ja, gut, in deinem Hauptclub da, in deinem Stammclub. 120 Euro. Hey, so viel. 120 Euro. Ja. Sind die Getränke da auch schon drin? Oder? Alles mit drin. Alles drin. Also man kann trinken, so viel man will. Ja. Und danach ist erstmal gut. Da bist du erstmal, hast du eine gute Zeit gehabt und freust dich aufs nächste Mal. So ist es. Ja. Ja, aber das ist ja alles gut und schön, aber der Mensch lebt nicht vom Sex allein, ne? Ja, so ist es. Das heißt, du musst auf die Suche gehen, Thomas, und dir eine Frau suchen. Und da sollte es in erster Linie nicht um Sex gehen, sondern auch um die Frau und damit ihr beide herzensmäßig auch übereinander kommt. Natürlich sollte die Grundvoraussetzung gegeben sein, dass sie da dein Hobby teilt, aber das wäre ja schon gegeben, wenn du sie in einem Singleclub kennenlernst. Das würde ich auch so sagen. Ja. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Also ich bin im öffentlichen Dienst tätig. Im öffentlichen Dienst. Ist ein weites Feld, wollen wir auch gar nicht weiter befragen. Ja. Ja. Wissen das deine Leute, so Bekannte, dass du das machst? Also die Eltern so ein bisschen zähneknirschend. Ja. Ja. Aber die hätten natürlich gerne endlich auch mal eine Schwiegertochter. Ja. Ja. Und gibt es Freunde oder Arbeitskollegen, wissen die Arbeitskollegen das? Wissen das. Die wissen das? Ja. Die wissen da, der Thomas, der macht sich wieder eine flotte Nacht jetzt, der geht in den Club. Ja. Ja. Und wer komischerweise in der Verwandtschaft keine Probleme hat, das ist meine eine Tante aus Köln. Ach guck, siehst du. Sagt immer, jeder Jeck ist anders. So, ja. Genauso sagen wir. Wie alt ist die Tante aus Köln? Die ist, glaube ich, dieses Jahr 70 geworden. Super, wisst ihr, wir Kölner hier. Ja. Wir sagen, jeder Jack ist anders und da soll der Junge mal da hingehen, sagt der, ne? Sagt sie. Da soll der Thomas hingehen. Thomas, also ich möchte dich dir wirklich zusprechen, dass du noch weiter und intensiver suchst. Das Glück strudelt nicht einfach so ins Haus. Ja. Du musst suchen. Und auch noch in anderen Clubs. Und wenn eine Frau, wenn du dich ein bisschen verknallt hast, dann rufst du mich bitte, bitte nochmal an oder mailst und dann unterhalten wir uns weiter. Okay, das und planen, wie es dann weitergeht, okay? Okay. Toll, toll, toll. Und Autogramm? Ja, Christo, du legst bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift, okay? Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Überhaupt unsere Anschrift mal, falls ihr auch Autogrammwünsche habt, dann schreibt ganz einfach an den WDR Redaktion Domian 50600 Köln. Das kommt an. So, Saskia ist 36 Jahre alt. Hallo Saskia. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja. So wie gesagt, ich bin 36 Jahre alt. Ja. Ich bin gebürtige Holländerin. Ja. Und wohne seit 20 Jahren hier in Deutschland. Aha. Und ich wollte eigentlich auch mal an die Öffentlichkeit treten. Mhm. Mein ganzes Leben ist mehr oder mehr ein Geheimnis oder darf man nicht darüber sprechen, dass es auch sehr peinlich ist. Meine Mutter hat 6 Kinder gehabt. 6 Kinder? Versucht, alle Kinder umzubringen. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Sie hatte 6 Kinder. Ja, meine Mutter hat 6 Kinder gehabt. Und hat versucht, alle 6 Kinder umzubringen? Ja. Naja, einschließlich also, dich? Ja, auch jeden einzeln. Mhm. Mein ältester Bruder, Robin, hat sie aus dem Fenster rausgeworfen. Saskia, das ist jetzt so wichtig, was du sagst. Ich muss dich mal eben kurz unterbrechen und ich muss mal einen Hinweis an meine Regie sagen. Ich vermute, dass das Mikrofon in dem Nebenstudio wieder eingeschaltet ist. Könntet ihr das bitte abschalten, weil ich nicht richtig zuhören kann? So, das hier, entschuldige bitte, das war wichtig, sonst kann ich dir nicht richtig folgen. Ja. Mein ältester Bruder ist kurz nach der Geburt, also mit 2 Jahren, aus dem Fenster rausgeworfen worden. Mhm. Ist im 3. Stockwerk hängen geblieben. An eine ganz blöde Wäscheleine. Wie alt war der Junge da? 2 Jahre alt. 2 Jahre alt. Von der Mutter aus dem Fenster geworfen worden? Ja. Ja. Dann kam es Atti. Atti, die war auch kurz nach der Geburt, auch mit 18 Monate gegen den Wand angeworfen worden. Hat auch Schäden dadurch bekommen. Mhm. Da gab es
Marcel. Mit ca. 5 Jahre war er damals. Marcel hat sie, damals haben wir auf dem Boot gewohnt. Mhm. In Amsterdam. Mhm. Hat sie mit Spiritus überworfen und angezündet. Gott, Amen. Und ist selbst dabei verbrannt worden und natürlich auch Marcel auch. Also und, das Kind ist gestorben dabei? Nein, haben beide überlebt. Ja. Und der hat immer noch am Kopf komplett alles voll Brandnarben. Ja, jetzt haben wir drei, ich glaube drei Namen hast du jetzt genannt. Ja, richtig, drei. Ja. Da gab es Tanja, die hat sie so lange getreten, Unterleib, naja gut, Haaren ziehen, was alles so gibt. Die kann auf jeden Fall keine Kinder bekommen. Mhm. Dann ist der letzte beide, Karen und ich, die beiden sind als Kinder hauptsächlich verabreicht mit Tabletten, mit Alkohol, um uns ruhig zu kriegen als Kindern. Und bei der Geburt hat meine Mutter versucht, eine, wo man mit Pullover strickt, wie heißt das, so ein Stricknadel, ja. Durch den Bauch zu rammen. Und hat meine Tante und mein Vater mich entführt auch aus dem Krankenhaus. Aber Saskia, was erzählst du mir? Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar, was du mir da erzählst. Warum kann man das auch niemals erzählen? Das ist das Problem. Und das ist so unglaubwürdig, ist, dass kein Mensch das glauben würde. Lass mich mal zwischendurch fragen, ehe du weitersprichst. Wenn eine Mutter das einmal macht, ist das schon grauenhaft genug. Ja. Und die Umwelt? Und die Behörden niemals eingetreten sind. Genau, das wollte ich gerade fragen. Hat das denn niemand mitbekommen? Dass sie das 6-mal hat machen können? Das ist ein Anfang, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang von einer ganz langen Geschichte. Und ich bin so satt davon, immer zu schweigen. Und ich bin jetzt heutzutage in Deutschland, ich bin eine ganz anständige Frau, eine hübsche junge Frau mit 2 kleinen Kindern. Mhm. Und irgendwie, es stört mich, dass alle, auch hier heutzutage, man darf da nicht drüber reden. Ne? Ich kann auch nicht meine Öffentlichkeit darüber reden. Um doch, das. Du darfst sehr gerne hier reden. Ich bin nur so erstaunt darüber, dass es so etwas gegeben hat und dass dieser Mensch, deine Mutter, damals frei herumlaufen durfte. Und offen, lebt sie noch? Die ist gestorben. Ja. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank. Aber ich meine, okay, ich nehme Abstand davon. Mhm. Es war eine kranke Frau. Mhm. Und die hätte gar keine Kinder haben dürfen. Was hat trotzdem bin ich froh, dass ich da bin. Ja. Und, was hat denn der Vater, der muss, euer Vater hat das doch auch mitbekommen. Mein Vater ist ein Underdog. Bitte? Ein Underdog ist ein Untertan. Er war ihr Untertan und hat geschwiegen, hat alles so gemacht, wie sie wollte. Ja. Mhm. Er hat für alle 6 Kinder gekocht, gewaschen. Sie war eigentlich immer krank. Aber wenn sie auch damals auch Krebs gehabt. Ja. Und weißt du, wenn sie das so, einmal sie hatte meinen Vater, die hatte zu damaligen Zeitpunkt, um das sie war einmal verhaftet worden. Mhm. Und die hatte DBR bekommen. Das heißt, das ist die schlimmste Strafe, das ist der Beschränkung der Regierung. Und mein Vater hat ihr rausgeholt aus dem Gefängnis. Mhm. Hat damals, das hört sich unglaubwürdig an, ich kann es mir noch selbst nicht glauben, die hat damals beim Gefängnis gedroht, hat damals meine Mutter da rausgeholt aus dem Gefängnis und ist geflüchtet mit den Kindern nach Spanien. Wir sind mit aller Kindern nach Spanien geflüchtet. Damals war eine Franco an der Macht. Und wir sind über ganz Spanien, Frankreich, Italien, über ganz Europa sind wir. Ich habe jetzt gar nicht die richtige. Saskia. Wir sind wirklich geflüchtet über die ganz Europa. Jetzt muss ich dir mal was sagen. Das ist so eine unglaubliche Geschichte, die du erzählst. Und ich merke, dass es eine große Geschichte ist. Ja. Und ich merke auch, dass es für dich schwer ist, das zu sprechen, darüber zu sprechen. Ich spiele sehr gut mit beide feste Beinen auf
der Erde. Ja, pass auf, ich mache jetzt einen Vorschlag. Diese Sendung ist nämlich jetzt gleich vorbei. Ja. Ich möchte aber sehr gerne mit dir sprechen. Und mache den Vorschlag, dass wir uns für nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch einmal verabreden. Und dann setzen wir dieses Gespräch hier in der Sendung fort. Bist du einverstanden? Ja, das versuchen wir mal. Gut, dann legst du das bitte auf in meine Redaktion. Wir sprechen noch ein paar Sachen mit dir und dann machen wir das so. Bis nächste Woche. Gut. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Katrin Pausen, Jan Hölz, Roland Lohr, Michael Verhöfen, Heinrich Stanzig, Jan Grefe zu Baringdorf, Christian Part und Elke Büchter. Morgen Promi-Talk 0 Uhr mit Sky Dumont. Wenn ihr mitmacht, eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet, während der Sendung natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis morgen.